Der erste Start. Je nach eurer Startlocation begebt ihr euch zum Raumhafen und sucht dort die Terminals auf. Hier wieder die F-Taste und linke Maustaste. Und dann seht ihr hier eure Raumschiffe, die ihr zur Auswahl habt. Dann sucht ihr euch das Schiff aus. Hier steht, dass es gestort ist und auch auf Area 18. Das heißt, das Schiff ist wirklich hier vorhanden. Wenn hier steht, dass ihr es nicht retrieven könnt, sondern zum Beispiel claimen, dann kann es woanders stehen, also sprich auf einer anderen Raumstation. Ihr könnt nur wirklich diese Schiffe holen, die auch wirklich hier geparkt sind. Und das ist jetzt die Aurora und die rufen wir mal. Jetzt überlegt ihr eine Weile und sagt uns Hangar 3. Damit, da seht ihr auch schon den Marker. Unser Schiff steht in Hangar 3, so zur Erinnerung, falls ihr nicht richtig gelesen habt. So, wir suchen jetzt die Aufzüge und rufen uns mal einen. Und hier wieder F-Taste und ihr könnt hier mit Mausrad runterscrollen, falls ihr halt Hangar 7, 8, 9 habt oder so, oder die Pads. Hangar 3. Und schon geht die Fahrt los. Und hier im Hangar steht jetzt unser Schiff. Eine kleine RSI Aurora. So. Und wieder obligatorische F-Taste. Und jetzt können wir uns aussuchen, Tür öffnen, Leiter öffnen oder Schiff betreten. Das funktioniert jetzt automatisch mit Animation und wir sind drinnen. Die Aurora hat, wie gesagt, einen Innenraum. Da kann man zum Beispiel Pakete abstellen. Hier hinten ist ein kleines Bett. Da kann man sich hier reinlegen. Und vorne ist der Pilotensitz. F-Taste, Mausklick und schon sitzen wir. Jetzt ist doch alles aus. Monitore sind dunkel. Mit der Taste R machen wir das Schiff startklar. Da laden sich die Schilde auf. Hier ist unsere Funkkonsole. Zielanzeige, Schildstatus und unsere Waffen. Hier haben wir Hydrofuel, Quantanium, Treibstoff, Decoys, Noise. So, hier sind die Laser, die Laserenergie. Die lädt sich ja immer wieder auf. Hier haben wir die Flughöhe. Und hier drüben haben wir unsere Geschwindigkeit. Und in der Mitte haben wir natürlich, weil wir auf dem Planeten sind, den künstlichen Horizont. Und unten das Radar. Mit der Taste G schalten wir die Gimbals ein. Jetzt haben wir einen Kreis. Alles, was sich innerhalb dieses Kreises befindet, da lenken die Waffen drauf und treffen das Ziel. Schalten wir das ab, schießen die Waffen stur auf das Fadenkreuz. So, damit wir jetzt hier rauskommen, müssen wir eine Landeerlaubnis holen. Dazu drücken wir F11, Friends und hier haben wir Landing Service. Alles klar? So. Man kann es auch hier rüber machen, aber das funktioniert mal besser, mal schlechter. Deshalb habe ich mir angewöhnt, ich mache es übers Mobilis. Und jetzt seht ihr, da oben geht der Hangar auf. Jetzt zeige ich euch das mal von außen. Mit der Leertaste startet ihr. Steuerungstaste geht's runter. Taste N fährt das Fahrwerk ein. WASD seitlich, vorwärts, rückwärts. Und mit der Maus hoch, runter, links, rechts. Und natürlich Q und E rollen. So. Wir müssen jetzt aber erstmal hier raus. Ziehen hoch. Und drücken die W-Taste. Feuer frei.
So. Bevor wir in den Quantum Drive springen können, müssen wir eine Höhe hier über Area 18 von ungefähr 10.000 erreicht haben. Das ist je nach Stadt anders. Bei manchen Planeten reichen schon 4.000 oder 5.000. Ohne Atmosphäre kann man fast sofort springen. Hier muss ich jetzt so hoch fliegen bis zur 10.000. So. Und dann steht uns das Verse offen.